Wechseln Sie in den Arbeitsbereich auf 3D-Modellierung, Modellierung auf dem Panel des Hauptfeld eines der Teams zu aktivieren. Zur gleichen Zeit eine beeindruckende Aussicht auf die SW-isometrische Ansichten auf dem Panel. Aktivieren Sie den Befehl, den Umfang des Zentrums zu spezifizieren und den Cursor zu bewegen. Den Radius oder Durchmesser zu setzen, um einen numerischen Wert über die Tastatur eingeben. Ähnlich aufgebaut und andere Modelle.